Laien. Schauen wir erstmal da drauf. Portugal, Spanien und Italien zahlen da ja deutlich mehr. Was halten Sie von den Äußerungen von George Soros heute in diesem Zusammenhang? Ja, gerade vor dem Hintergrund einer EZB-Studie über die finanzielle Situation der Privathaushalte in der Eurozone, wo sich herausgestellt hat, dass Deutschland hier am unteren Ende liegt und in Krisenstaaten teilweise die Haushalte über deutlich höhere Vermögen verfügen, wirkt die Aussage von George Soros, Eurobonds einzuführen, doch äußerst provokativ. Mittelfristig könnte er sogar recht haben, wenn bisher stützt die EZB ja die Märkte und die Staaten innerhalb der Eurozone können sich zurzeit problemlos dadurch finanzieren. Mittelfristig könnte es Probleme geben, wenn eben die Situation an den Arbeitsmärkten sich weiter zuspitzen wird, weil hier haben wir ja noch im Moment keine Besserung, weder in Spanien noch Griechenland noch in Italien, auch auf Zypern. Hier zeigt man, für diese Länder ist der Euro in dieser Form eigentlich eine Nummer zu groß und es bleibt fraglich, ob auf Dauer die EZB mit ihren Aussagen diese momentanen Zinsspreads halten kann. Bleiben wir noch in Europa, schauen wir auf Italien. Da gab es halt ebenfalls Anleihen im Wert von 11 Milliarden Euro, die ausgegeben wurden. Wie schätzen Sie denn da die weitere Entwicklung der italienischen Anleihen ein? Bei den italienischen Anleihen, wenn man sie längerfristig betrachtet, sieht man eigentlich, sie werden bestimmt durch die Aussagen Mario Draghis Anleihen kaufen zu wollen. Seitdem ist die Rendite der 10-jährigen italienischen Anleihen von über 6% jetzt auf 4,3% gefallen. Und die jüngsten Wirren in der Politik wirken sich eigentlich nicht sonderlich auf die Renditeentwicklung der Anleihe aus. Wenn Sie jetzt Italien betrachten, dass die Staatsverschuldung wird in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch steigen, von 127% des Bruttoinlandsprodukts auf 130,4%. Und das jetzt in Zusammenhang noch mit einer zu erwartend schwachen Regierung, wenn sie denn kommt, dann sehe ich für italienische Staatsanleihen in nächster Zeit keine besonders großen Chancen. Schauen wir mal ganz kurz nach Amerika. Die Fed hat das Sitzungsprotokoll ja zu früh veröffentlicht. Eigentlich sollten die Daten um 20 Uhr kommen. Jetzt kamen sie schon eben heute Nachmittag um 15 Uhr. Manche Mitglieder des Ausschusses sagen, das QE3 sollte Ende des Jahres durchaus auslaufen. Man muss nicht mehr diese ganzen Anleihen kaufen. Hat das schon Auswirkungen bei den Anleihen? Bei den Anleihen wirkt sich nicht sonderlich aus. Man kann es sehen, wie man will. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Die einen legen es positiv aus, weil die Situation in Amerika am Arbeitsmarkt anscheinend doch sich gut entwickeln wird. Die anderen sagen natürlich, die Anleihekäufe hören auf. Dadurch werden die Anleihen früher oder später unter Druck geraten. Im Moment kann man an den Kursentwicklungen der Anleihen noch keine besondere Reaktion feststellen. Was heißt das alles für den Anleger? Wie sollte man sich jetzt am Anleihemarkt aufstellen? Also interessant in der Eurozone ist, dass Portugal plant, noch im Frühjahr oder ich sage mal im zweiten Quartal mit einer 10-jährigen Anleihe an den Markt zu kommen, obwohl das Verfassungsgericht dort am Wochenende die jüngsten Sparmaßnahmen gekippt hat, ist die Regierung bemüht, dass die Finanzierungslücke von 1,3 Milliarden Euro zu schließen und hier bei den Anlegern Vertrauen zu gewinnen. Des Weiteren wird erwartet, dass Portugal seine Verpflichtungen gegenüber der EFSF und ESM auf 7 Jahre gestreckt bekommt und von daher sich die Finanzsituation verbessern wird. Von daher ist durchaus zu erwarten, dass sich portugiesische Staatsanleihen weiterhin positiv entwickeln. Die Rendite bei der 10-Jährigen liegt aktuell bei 6,28. Und Experten gehen davon aus, dass Portugal unter die 6%-Marke oder einen Rutschen dieser Marke unter 6% erreichen will, um eine neue Anleihe zu begeben. Deshalb sehe ich bei portugiesischen Staatsanleihen im Moment die größten Chancen. Also portugiesische Staatsanleihen können sich lohnen für die Anleger. Dankeschön für den Besuch, Arthur Brunner von ICF Kursmakler. Schönen Tag noch. Bitteschön.